Heute wurde das Siegerprojekt für die neue Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung präsentiert. Das Herz der Flachgauer Verwaltung wird ab dem Jahr 2023 in Seekirchen schlagen. Das ist ein sehr wichtiger Schritt für das Land Salzburg, für den Flachgau, auch für unsere Behördenorganisation. Wir wollen näher zu den Bürgerinnen und zu den Bürgern. Wir wollen, dass die Bezirkshauptmannschaft dort ist, wo sie hingehört, nämlich mitten im Flachgau. Wir wollen Verkehrsströme entlasten. Wir wollen ein zeitgemäßes Arbeiten in einer modernen, zeitgemäßen Architektur, die höchsten ökologischen Anforderungen entspricht. Wir wollen ein Gebäude haben, wo die Leute gern hingehen, wo sie sich aufgenommen fühlen, das aber auch den sicherheitstechnischen Kriterien entspricht und von den Arbeitsabläufen auch hohe Effizienz gewährleistet. Es bringt natürlich den Riesenvorteil, dass wir endlich einmal in ein Amtsgebäude einziehen. Bisher hat die Bezirkshauptmannschaft in einem mehr oder minder abgewohnten Industrie- und Gewerbegebäude ihr Dasein gefristet. Ich empfinde es als Auszeichnung, dass ich, obwohl ich heuer im Oktober in Pension gehen werde, noch mit den Vorplanungs- und Planungsarbeiten für dieses Projekt vom Herrn Landeshauptmann beauftragt wurde. Wenn man so lange wie ich in der Bezirkshauptmannschaft tätig ist, dann weiß man um die Erfordernisse für die Bediensteten, für die Erfordernisse der Kundinnen und Kunden, die von uns Leistungen abholen. Natürlich ist es für Seekirchen ein sehr großes Projekt. Es ist eine unheimliche, tolle Entwicklung, eine tolle Chance, die also Seekirchen hier bekommen hat, dass wir also hier eigentlich ein Gewerbegebiet hatten. Dass also jetzt als Dienstleistungszentrum und Wohngebiet mehr oder weniger sich eigentlich perfekt an das Zentrum anfügt, dann kann man nur sagen, dass das ein großes Glück ist, dass man das zustande gebracht hat. Und im Juni 2023 können wir hoffentlich eröffnen.